Hallo zusammen, willkommen zu Teil 3 meines Videos. Wenn ihr Teil 1 und Teil 2 noch nicht gesehen habt, solltet ihr zuerst diese beiden Teile ansehen. Ich verlinke sie euch nochmal in der Infobox und in der Infocard. Viel Spaß! Mache ich wieder dort weiter. Ich habe meinen Port bekommen und hatte dann ein Gespräch bei der Oberärztin in der ambulanten Chemotherapie. Und ich muss sagen, mit dem Termin hat sich eigentlich auch ganz viel verändert bei mir. Denn davor war ich irgendwie so, ich bin einfach nur zu jedem Termin irgendwie hingegangen. Ich habe das so abgehakt, weil ich dachte, okay, das gehört irgendwie jetzt einfach dazu. Aber ich war so gar nicht selbstbestimmend. Das kann der ein oder andere bestimmt nachvollziehen, der in der gleichen Lage war oder ist. Man dreht sich in dem Rad einfach irgendwie nur mit und macht alles mit und denkt schon, naja, das wird schon irgendwie alles laufen. Aber als ich dann bei der Ärztin eben auf der ambulanten Chemotherapie war, hatte ich das erste Mal so das Gefühl, sie trägt alles zusammen, ja, sie trägt die ganze Diagnose zusammen, sie schaut auch mal aus einem anderen Blickwinkel und ja, hat sich einfach alles angeschaut, meine Medikamente angeschaut, nochmal den Tumor angeschaut, nochmal überlegt, naja, brauche ich wirklich eine Chemo oder geht es auch mit Hormonen, also einfach nochmal alles in Frage gestellt und ich war da bestimmt 2,5 Stunden bei ihr drin und die hatte die Ruhe weg und ja, also ich habe mich da einfach wahnsinnig wohl gefühlt und hatte einfach das Gefühl, okay, die macht sich jetzt echt Gedanken und die guckt jetzt nicht einfach nur, was machen wir hier, Standard, die hat das und das, jetzt bekommt sie das und das, sondern sie hat einfach nochmal genau überlegt, was machen wir mit der jetzt. Die ist jung, die hat eine Scheißdiagnose und Scheißblutwerte und irgendwie müssen wir jetzt gucken, was wir da machen. Genau, dann hat sie gesagt, okay, sie setzt nochmal eine Konferenz an, die gab es ja schon, aber sie setzt jetzt nochmal mich in diese Konferenz, in diese Tumorkonferenz an und sie will meinen Fall nochmal besprechen und möchte auch einfach gucken, warum habe ich so schlechte Blutwerte. Meine Thrombozyten sind nämlich sehr schlecht, schon bevor ich überhaupt die Chemo angefangen habe, waren die sehr schlecht und sie wollte einfach auch wissen, warum. Und deswegen hat sie mich zu einer Knochenmarksbiopsie geschickt, die ja bekanntlich nicht so schlimm sein soll. Genau, aber um abzuklären, warum und wieso und weshalb meine Thrombozyten so schlecht sind, sollte ich eben dahin. Also es stand wohl im Raum, dass der Krebs eventuell eben in dieses Knochenmark bei mir gestreut haben könnte, was nicht so toll wäre. Also bin ich zur Knochenmarksbiopsie. Und ja, normalerweise geht es so 10 bis 20 Minuten, habe ich mir sagen lassen. Bei mir ging das 2 Stunden. Problem Nummer 1 war, mein Knochen muss saumäßig hart sein. Der Arzt, der hat sich also wirklich mit seinem ganzen Körpergewicht da reinlehnen müssen, um diese Nadel überhaupt oder diesen Bohrer überhaupt in meinen Knochen zu bekommen. Ja, das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass es einfach kein Knochenmark gab. Ja. Es wurde probiert und gebohrt und immer tiefer und an 3 verschiedenen Stellen gebohrt, immer wieder von neuem rein, wieder nachbetäubt. Dass es saumäßig weh gemacht hat, lasse ich jetzt mal weg. Das war die Hölle. Aber es kam kein Knochenmark. Es wurde kein flüssiges Knochenmark entnommen. Der Arzt hat dann irgendwann die Flinte ins Korn geworfen und hat gesagt, ey, hol mir mal eine andere Ärztin. Dann kam eine andere Ärztin, die mich dann ich schon total nur am Flennen auf dieser Liege. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Die Schwester mich motiviert und die Ärztin gesagt, Mensch, jetzt noch einmal. Und dann ging alles nochmal von vorne los, wieder betäubt und nochmal mit diesem Riesenbohrer in den Knochen rein. Und sie hat aber auch kein Knochenmark bekommen. Letztendlich haben sie mir trockenen Knochen entnommen. Und das wurde dann kontrolliert. Und dann kam ich wieder zu meiner netten Oberärztin und sie hat dann kurz in den Computer geguckt und gesagt, na mal schauen, ob die Ergebnisse schon da sind und ja, hat dann kopfnickend bestätigt, dass der Krebs auch im Knochenmark ist. Eine sogenannte Knochenmarkskarzinose nennt man das und das gilt als Komplikation der Knochenmetastasen. Das heißt, Knochenmetastasen allein haben nicht gereicht. Es gibt noch eine Komplikation obendrauf und die ist dann eben im Knochenmark drin. Auf der einen Seite wussten wir jetzt, okay, ich habe keine hohen Thrombozyten, weil ich habe den Krebs auch im Knochenmark. Auf der anderen Seite hat sie natürlich gesagt, scheiße, weil eigentlich kann man so keine Chemo machen. Auf der anderen Seite müssen wir die Chemo machen, weil Knochenmark ist betroffen. Ja, gut, meine Frage dann so, okay, wo sind die Risiken? Und die Risiken liegen wohl eben einfach darin, dass ich eine erhöhte Chance habe, innere Blutungen zu bekommen durch die Chemo, weil eben
die Thrombozytenanzahl so niedrig ist. Und seitdem ist es immer so ein bisschen, ne, Risiko und ein bisschen Hoffen bei jeder Woche mit den Blutwerten, dass die Thrombozyten eben steigen oder dass sie zumindest nicht gesunken sind. Meine Leber zum Beispiel hatte auch katastrophale Werte. Die hat sich komischerweise oder auf wunderbare Weise während der Chemotherapie erholt. Also die wurde nicht schlechter, sondern die wurde besser. Und das ist auch so ein kleines Wunder. Und dann denke ich mir so, naja, vielleicht passiert es mit den Thrombozyten ja auch. Und mein Körper schafft es einfach wieder, gesunde Thrombozyten zu bilden. Meine Chemotherapie hat natürlich begonnen. Ich habe mich dazu entschieden, weil mein Bauch gesagt hat, das ist genau das Richtige und ich muss das tun. Heißt jetzt nicht, dass ich nur Chemotherapie mache, aber ich möchte das Video jetzt auch nicht sprengen. Ich möchte jetzt einfach nur mal auf die Chemotherapie eingehen. Ich hatte vor 2 Tagen die 5. Chemo. Ich habe die immer freitags. Und ich bekomme Taxol. Ist wohl was Spezielles für Frauen, die eben Brustkrebs haben. Und ich bekomme auch noch alle 3 Wochen Avastin. Und alle 4 Wochen Xgeva. Die eigentliche Chemo bekomme ich jeden Freitag und ich hatte jetzt die 5. Wie ihr seht, habe ich noch meine Haare, was auch an ein kleines Wunder grenzt. Normalerweise sagt man so, dass nach 3 Wochen das anfängt, dass die Haare ausfallen, so richtig büschelweiß. Manche, glaube ich, die vielleicht eine andere Chemo bekommen, habe ich auch schon gehört, passiert das auch nach der ersten Chemo gleich. Ich habe bisher meine Haare noch, ich habe auch alle anderen Haare noch und habe die Chemo aber trotzdem unterschiedlich vertragen. Also die erste Chemo, die war am 19. August, die hat mich erstmal todmüde gemacht. Ich habe nur geschlafen und hatte dann aber nach 2 Tagen eine furchtbare Übelkeit, also eine Übelkeit, die ich so noch nie in meinem Leben erlebt habe, furchtbar schlimm. Ich konnte nur liegen, nichts essen, nichts trinken. Also es war ganz schrecklich. Und nach 2,5 Tagen war das besser, ging das vorbei. Und das dann so Montag und Dienstag war das. Und Mittwoch ging es mir dann ein bisschen besser. Donnerstag ging es mir noch ein bisschen besser. Und Freitag war dann wieder die Chemo. Dann habe ich das natürlich erzählt. Und die Ärztin hat sofort reagiert. Und seitdem bekomme ich so ein Übelkeitsblocker, speziell für Chemopatienten, den nehme ich 1 Stunde, bevor ich die Chemo bekomme. Und diese Tablette blockiert die Übelkeit für 5 Tage. Und das hat auch direkt gewirkt. Die 2. Chemo habe ich dann schon wesentlich besser vertragen. Da ging es mir dann am Tag der Chemo selber ging es mir eigentlich ganz gut. Und am nächsten Tag, am Samstag auch noch, am Sonntag auch. Dann kam so Montag und Dienstag, nenne ich es immer so, kommt die Welle. Ja, da kommt irgendwie alles so. Der Körper will sich, glaube ich, von dem Gift einfach befreien. Und dann kommt irgendwie alles. Dann kommt Kopfweh, dann kommt Erschöpftheit, dann kommt auch so ein bisschen Depri-Stimmung, Durchfall. Also brechen muss ich zum Glück nicht, aber so ein flaues Gefühl, ein Druck im Magen. Einfach so, ja, zum Kotzen. Chemo halt. Ja, auch so einen chemischen Geschmack oft. Und ja, was immer ist, ist die Stimme. Ja, das auch direkt nach der Chemo ist die Stimme weg, der Kehlkopf kratzt und es legt sich wie so ein ganz schwerer Block, legt sich hier bei mir vorne auf die Brust. Manchmal wird es auch eng und das habe ich eigentlich nach jeder Chemo. Woraufhin die Ärzte dann angefangen haben, mir ein bisschen mehr Cortison zu geben, weil sie denken, das könnte eine allergische Reaktion sein. Genau, die 3. und 4. Chemo habe ich eigentlich dann ähnlich vertragen wie die 2. Chemo, wobei ich sagen muss, bei der 4. ging es mir eigentlich die ganze Woche relativ gut, muss ich sagen. Da hatte ich eigentlich nur einen Tag, wo es mir nicht so hundertprozentig gut ging, aber ansonsten habe ich die am besten vertragen von allen und bin dann auch total motiviert in die 5. gegangen und die hat mich irgendwie komplett umgehauen. So, ne? Also das sieht man auch wieder, es ist halt immer anders und der Körper reagiert anders und mit jeder Chemo wird die Belastung natürlich auch mehr. Und aber die 5. hat mich nochmal so richtig aus den Latschen gehauen, sage ich so schön. Wobei ich jetzt heute am Sonntag auch hier sitze und dieses Video drehe und sage, okay, mir geht es auf jeden Fall besser als gestern. Gestern lag ich den ganzen Tag nur im Bett und mir ging es gar nicht gut. Und aber heute geht es eigentlich schon wieder. Ja, also das war die 5. Chemo und wie gesagt, ich habe die Haare noch. Ja, ich habe natürlich auch eine Perücke.
Aber ich glaube, die würde ich eher dann mal zeigen, wenn die Haare jetzt wirklich ausgehen. Denn wenn ich jetzt merken sollte, sie gehen mir aus, glaube ich, mache ich auch einfach ein Video und zeige euch mal, wie das aussieht, wenn man sich die Haare rauszieht. Habe ich mir so überlegt. Und da werde ich dann natürlich auch die Perücke dazu holen. Wenn ich mich traue, setze ich mich auch ohne Haare hier hin. Mal gucken. Das war Teil 3 meines Videos. Einen weiteren Teil wird es noch geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. In der Infobox verlinke ich euch meinen Blog auf Facebook und meine Instagram-Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.